So Leute, hallo und herzlich willkommen zu einem ganz besonderen Let's Play hier auf eurem Lieblingskanal, Henno Uncut. Heute an meiner Seite, die liebe Gnu. Hallo Gnu. Hallo! Ich mache mich mal einen Tucken kleiner, weil wir mir jetzt zu zweit hocken. So, Bigfoot, meine Damen und Herren, habt ihr wahrscheinlich schon bevor, ne? Alles entspannt, bevor ihr sagt, kenne ich schon, es kam ein riesen Upgrade, kann nicht mehr sprechen. Es gab ein riesen Upgrade. 4.0 und dementsprechend ist hier ganz vieles neu. Hinzu kommt aber generell, ich habe es noch nie gespielt. Liebe Gnu ist hier am Start und die ist ein Pro. Ja, also ich habe es tatsächlich zweimal geschafft, hat aber glaube ich mir insgesamt 8 Stunden gebraucht, um es einmal zu schaffen. Aber ich bin beeindruckt, was für ein krasses Update. Also die Grafik ist komplett überarbeitet worden, überarbeitet, so ein bisschen comic-mäßig, ne? Also so, eigentlich, ja doch, die Figuren sind so ein bisschen... Aber viel, viel besser. Bigfoot soll brutaler sein, es soll gruseliger sein. Man kann auch endlich einstellen, dass Bigfoot nicht mehr allzu stark ist, weil alle, die es davor gespielt haben, haben es gemerkt. Der musste immer durch Fallen laufen, damit er überhaupt mal Schaden bekommt. Die Kugeln, die Munition ist ja auch limitiert. Das heißt, wir haben jetzt vielleicht auch eine höhere Chance, ihn tatsächlich was anzuhaben. Ich bin echt begeistert, muss ich sagen. Also, nice. Vor und allem kam... Ja, sag du das gern. Ja, wolltest du jetzt auch sagen mit dem... es wird dunkel. Soll das so? Ja, also wir haben jetzt Tag und Nacht. Also okay. Ja, also genau. Man kann jetzt auch Bigfoot selber spielen. Also man kann dann Versus-Modus gibt es jetzt. Super geil. Richtig geil. Das könnte was mit Sülze und so weiter sein. Ja, also generell... Falls euch das alles nichts sagt, Bigfoot ist ein Mythos von einem, ich sag mal, Yeti-ähnlichen Monster. Und hier in dem Redwood Forest Park, whatever, in Amerika, gab es einen Zwischenfall. Es wurden 4 Leichen gefunden. Und wir sind jetzt quasi die Monsterjäger, kann man das so sagen? Ja, genau so ist es. Also wir müssen ihn jetzt im Prinzip finden. Und was ich dir empfehlen kann, es gibt, glaube ich, sofern es das Update nicht geändert hat, für dich hier irgendwo auch noch Leuchtkugeln, also so eine Leuchtpistole. Genau, also wir müssen uns jetzt erstmal equippen, ne? Ich habe halt nur ein Messer bisher. Genau, equip dich mal und die Leuchtpistole ist nämlich sehr wichtig, weil mit der kannst du, wenn er auf dich zurennt, ihn halt einfach direkt abwehren. Ah, hier ist unser Lager. Hier ist ein Tablet, dann nehme ich mal eins mit. Ja, sehr gut. Medkit gibt es endlich auch, yes. Okay, dann haben wir hier ein kleines Zelt. Hier ist ein Radio. Sehr gut. Okay, das lasse ich mal aus. Was ist denn mit einem Schießeisen? Zeig mir das mal, wo ist das? Nee, also gibt es Gewehre oder so? Ja, ich habe jetzt gerade eins eingesammelt. Ich weiß halt nicht wegen einem Update, ob es jetzt nur eine gibt. Dann würde ich die auf jeden Fall dir geben, weil wir haben nämlich auch Tracker-Kugeln, die wichtig sind, um nachher zu sehen, wo der sich überhaupt befindet. Signalfackel. Aber Fleisch ist auch ganz wichtig, das legt man später auf die Fallen. Eine Guck Kamera? Mal, ich kann dir das bestimmt... Kamera, genau. Ich kann dir die bestimmt droppen. Lass mal gucken. Nö, ist okay. Du kannst das Gewehr behalten. Alles gut. Drohne. Hier ist noch ein Lager mit Erste-Hilfe-Set. Aha, und hier sehen wir dann unsere Kameras. Okay. Ja. Du, guide mich. Wie gehen wir das am besten an? Genau, ich würde sagen, wir nehmen mal die Kameras mit. Ja. Und Fleisch bekommen wir durch die Tiere im Wald, die uns auch allerdings angreifen können. Okay. Das Erste, was... Ja, alles Bären. Das ist alles am Start. Okay. Empty. Ach, ist unser Lager. Okay, ist auch neu. Genau, also was ich tatsächlich immer gemacht habe, das Spiel hat normalerweise bei Tag angefangen. Mhm. Ja, hat es ja besser war. Ich sehe es über der Minimap, aber die ist nicht so wichtig, oder? Nee. Ja. Okay. Genau, so was ich eigentlich immer gemacht habe, war, ich habe diese Bärenfallen genommen, habe dort, die da hinten sind. Warte, kannst du nochmal stehen bleiben? Dein Charakter hat irgendwie eben... Okay, die guckt ein bisschen... Holy shit, deine auch. Guckt ein bisschen besessen, ja. Nehmen wir die alle mit? Richtig gruselig. Genau, die kannst du mal gerne alle mitnehmen. Mhm. Die sind nämlich sehr wichtig, um ihnen ordentlich Schaden zu machen. Weil unsere Kugeln machen, vor dem Update haben die kaum was ausgemacht. Es ist nämlich möglich, die Fallen, und das ist ganz wichtig, weil Bigfoot lernt, dass wir direkt hier am Boden Gräser mitnehmen, also Äste und alles drum und dran. Die legen wir quasi auf die Falle und ein Stück Fleisch.
Und dann rennt er nämlich rein. Dann haben wir den meisten Schaden. Das habe ich immer als erstes gemacht. Ey, das Game sieht übel gut aus. Das war übelster Trash, hast du gesagt? Ja, das war richtiger Trash. Also es war schon. Hier ist cool, Blut am Baum. Oh, echt? Nee, das Moos. Oder. Es sieht aber echt aus wie Blut. Ja, außer. Okay. Ah. Ja, jedenfalls fand ich, es war halt von der Grafik nicht zu vergleichen. Ja, okay. Gut, was machen wir als erstes? Was sollten wir machen? Ich würde sagen, dass wir jetzt mal ein bisschen in den Wald gehen, gucken, ob wir Fleisch finden. Ja. Und Äste, die wir auf die Fallen legen können. Ja. Und schon ein paar Kameras. Also ich würde immer zu den Fallen eine Kamera hinlegen, weil da kommt der 100 Pro vorbei. Okay. Ja, dann ich folge dir. Okay, let's go. Bist bei mir irgendwie ein bisschen laggy, bewegst du dich? Aber ich denke, da können wir jetzt eh nichts dran ändern. Alles gut. Doch, ich kann ein bisschen runterstellen, weil ich glaube, das ist halt voll die hohe Quali mit Fullscreen und allem. Nee, ich glaube, das liegt eher so an der Internetverbindung und am Server. Alles gut. Ah, okay, ja, das kann sein. Okay, gut. Okay, dann ich folge dir. Aber jetzt müsste es besser sein, oder? Oh ja, jetzt. Ja. Ja. Jetzt ist bei mir auch nicht mehr so ätzend. So. Also, wir gucken jetzt unten an der Map. Ich bewege mich immer gerne auf den Wegen. Mhm. Und nicht irgendwo, weil, ja, Tiere und so. Das heißt, ich würde gucken, wo ist ein Weg, auf den wir gehen können. Hier ist eine Brücke. Genau, da können wir jetzt erstmal rübergehen. Mhm. Und dann haben wir erstmal einen Weg, dem wir folgen. Weil sonst läuft man in den Wald und da wird man auch immer öfter angegriffen. Das ist nicht so geil. So. Okay. Komplett nice. Ich feiere das gerade extrem. Ja, nice. Genau, da würde ich immer den Weg entlang gehen, weil wir finden hier auch ab und zu so, kannst auch gerne auf die Map schauen, so kleine Campingplätzchen, wo wir noch Muni finden. Mhm. Oder eben auch Tote. Und zwar die Opfer. Ach echt? Mhm. Ach du Scheiße. Hier links ginge. Ah nee, da wirst du unserem Lager gehen. Okay. Das ist unser Van, genau. Ich glaube, hier laufen wir auch eher Richtung. Ja, trotzdem ist oft auch. Also ich würde euch empfehlen, auch bei der Map immer ganz an den Rand zu laufen, weil da haben wir auch voll oft Munition und so Sachen gefunden. Okay. Da ist natürlich auch ein paar Parkbänkchen, vielleicht finden wir da irgendwas. Ausdauer haben wir nicht, ne? Also, ach doch. Nee, ein bisschen. So, Parkente. Dann ist schon mal Brot. Camp. Bären sind hier auf jeden Fall unterwegs. Drohnenbatterie. Ich liebe dieses Game so sehr, Henno. Ja, nice. Ja, voll. Boah, Alter, richtig Wolken kann man hier. Hey, ich kann mir gar nicht vorstellen, dass das mal Trash war. Ja, also, ist jetzt nicht AAA, ne? Aber schon echt. Ich finde es geil. Also, in Ordnung. Voll. Also, wie gesagt, wenn man da jetzt auch sogar Bigfoot spielen kann. Vor allem, ich sehe jetzt auch, wo du bist. Das war nämlich früher nicht so, dass ich gar nicht wusste, wo du hinläufst. Oh, ich bin so glücklich. Ich bin so glücklich, dass es jetzt endlich gearbeitet haben. Oh mein Gott. Oh, holy shit. Hast du was gemacht? Nein. Hallo. Hä, guck mal, hier ist ein. Oh. Ein Mahnmal. Das war, oh, ja. Oh Gott, vor allem noch schön. Holy shit, was hat denn der drin stecken? Wirbelsäule im Auge. Ich würde sagen, Henno, wir gehen den Weg hier weiter. Hier. Ja, oh, wollen wir. Ja, aber vielleicht zeigt der Baum in eine Richtung, in die man gehen soll. Zum See, sehr gut. Überzeugt. Überzeugt. Das sag ich ja. Vielleicht fällt dir jetzt noch ein Baum um. Okay, aber Zweige oder so habe ich jetzt noch nicht entdeckt für die Fallen. Ja, ich frage mich, ob das vielleicht geupdatet worden ist, weil es nervig war. Oh, geil. Ey, das ist ja alles neu, Mann. Das war alles gar nicht da. Ich sterbe. Ist so geil. Die Gitarre. Ist es gut, dass ich jetzt erst jetzt anschaue? Oder ich habe Feuerwerk gefunden. Oder meinst du, es wäre schon auch cool gewesen, hätte ich es vorher mir mal angeschaut? Das Game? Ja. Ich glaube, es ist, macht mehr Bock, wenn man es jetzt spielt. Also es hat davor auch schon Spaß gemacht, war es echt gruselig. Aber ich glaube, jetzt wird es noch geiler. Hast ja gesehen, der wurde ja auch komplett geupdatet, der Bigfoot. Ja, weiß ich ja nicht, ich habe ja den Vergleich nicht, aber ja. Ja, der sah einfach, also du musstest eigentlich lachen, wenn der auf dich zugerannt ist, so war das. Okay. Also ich finde hier ganz gut Munition. Ja, sehr gut. Und eine Zange. Sehr, sehr gut. Oh ja, ganz viel 9 mm. Ist so geil. Was ist das? Was ist das? Ich habe aus Versehen Megafon benutzt. Hier ist eine Pistole. Sehr gut. Ja, nicht, dass der jetzt kommt, ne? Ja, also aber der wir kommt. Jagen ja ihn, das muss er respektieren. Ja, irgendwann jagt er auch echt uns. Hier ist ein Scheißhaus. Man soll ja nie in Scheißhäuser reingucken.
und so Plumpsklos. Aber ich mache das immer, das ist der besondere Kick für mich. Alter, okay, also sowas kann man auch mal in echt machen, oder? In Scheißklos gucken? Nee, so ein Bigfoot jagen. Das hätte ich voll Bock. Das war richtig geil. Ich habe eh schon gesagt, dass ich mit Henno gerne mal in ein verlassenes Haus nachts gehen würde. Ja, irgendwie hier so. Ganz viele Waffen. Wie ganz viele Waffen? Das klingt wunderbar. Ich sehe schon. Guck mal, die Meterzahl, die verringert sich auf einmal ganz schnell. Ihr kannst alles nehmen, ich schenk's dir. Alter! Nice, eine Shotgun. Eine Shotty. Können wir dann auch mitnehmen ins verlassene Haus? Axt. Hey, wofür braucht man das alles? Axt, Rohrzange. Also allein schon für die Tiere im Wald, ne? Die werden auch richtig nervig werden. Ja, aber schlägt man die damit oder muss man Holz fällen oder wie ist das? Das ist eine gute Frage. Vielleicht können wir nämlich sowas über die Fallen legen oder vielleicht haben sie das auch rausgenommen. Ich habe eine Notiz gefunden. Peter, ich gehe mit Ruby zu der Falle. Sie braucht ein wenig Hilfe. Sei vorsichtig. Ups, Entschuldigung. Auf einmal schießt sie. So, hier ist auch Muni. Ich bin so gespannt, wie der jetzt aussieht. Ah, noch eine Notiz. Eine Kerze. Peter, ich kann dich nirgendwo finden. Ich habe Rubys Tagebuch gefunden, habe es gelesen, aber nicht mitgenommen. Wenn wir uns später sehen, sage ich dir, was ich gelesen habe. Triff mich beim Wasserfall. Also das ist eine Notiz. Okay, wir sollen zum Wasserfall. Ich suche nach Monika im Baumhaus. Ich muss sie finden. Ruby, bitte sieh beim Wasserfall nach. Ja. Ey, Monika. Okay, also Baumhaus und Wasserfall müssen wir finden. Ja. Oh, nice. Es ist so schön geworden. Es tut mir so leid, dass ich es so oft sagen muss. Ich bin so begeistert. Ich hätte nicht gedacht, dass es so ein geiles Update ist. Ja, vor allem so Update 4. Bei ganz vielen Early Access Spielen denkt man sich so, ja, okay. Komm. Ja, so halt's Maul. So, also deswegen, das ist übrigens schon der Grund, wo ich als YouTuber oft sage, ich nehme sowas zum Beispiel gar nicht mehr in Titel, weil es mich zum Beispiel auch gar nicht mehr catcht, wenn irgendein Spiel mit großes Update kommt und dann ist es halt oftmals einfach nicht so groß. Ja, also auf jeden Fall einen Titel schreiben, krasses Update und dann die neuen Figuren zeigen, den neuen Bigfoot, dann weiß jeder Bescheid. Ich habe ein Feuerwerk, ja. Sieht ja aus wie ein komplett neues Game. Ich habe so viel eingesammelt. Und wir können schwimmen. Es ging davor, doch davor ging es auch. Wie kann ich die Sachen, auf Q. Oh. Hallo. Okay, und wie kann ich jetzt so zum Beispiel eine Axt oder so, kann ich ja nicht benutzen. Also nicht in die Hand nehmen oder... Also ich kann mein Messer nehmen. Ja, Messer ja, aber Axt zum Beispiel nicht, Rohrzange auch nicht. Dann muss das ja für ganz bestimmte Situationen sein. Ja. Ne? Du willst mal an irgendeinem Baum, ob du es dann anwenden kannst oder ob wir es tatsächlich für das später brauchen, weil wir es aus dem Weg schaffen müssen. Vielleicht der Baum, der da umgekippt ist? Ja, sollen wir das mal probieren? Ja. Let's go. Oh, es ist so toll und die ganze, das ist echt, wie viel Liebe die da reingesteckt haben. Ja. Also das, aber guck mal, wenn das wirklich so krass ist, der Unterschied, wie du sagst, absolut, dann ist das doch ein richtig gutes, positives Beispiel für Early Access endlich mal ja, wieder. Ja, wirklich, wirklich. Also ich habe immer gehofft bei Updates, dass irgendwas Geiles kommt. Ich habe gesehen, sie machen immer ein bisschen was, aber ich bin jetzt wirklich. Ja, aber zum Beispiel Updates so bei Phasmophobia. Ja, das jucken ja mich kriegen. Halt nicht. Nee, also mich jucken auch nicht mich mehr. Gar nicht. Nicht mehr. Ja. Okay, dann lass uns hier weitergehen zum Fluss. Vielleicht ist dort der Wasserfall. Ich denke ja. Aber die ja, Map ist jetzt neu. Baumhaus. Also komplett. Ach auch. Genau. Okay, krass. Also ich kann dir nicht mehr sagen, was ist. Ich kannte die Map auswendig, aber ich glaube, sie haben alles erneuert. Naja, wir können ja eigentlich dem Fluss folgen. Genau. Ja. Okay. Pilz. Kann man auch Pilz nehmen? Nein. So geil die Geräusche einfach nur. Wollen wir hier mal rechts hoch? Ja. Genau. Hätte ich auch gesagt, weil hier ist auch der Fluss. Vielleicht finden wir irgendwas Feines. Alter, die... Ja, da ist der Wasserfall. Die Kulisse ist aber auch... Also die Atmo so, die Sounds. Ist geil. Und es gibt mehrere Maps, hast du gesagt. No Hunting. Ja, da sind einige in der Mache. Also bei der... Als ich die Lobby erstellt habe, konnte ich... Da gab es so eine Voraussicht, weißt du? In Planung oder blablabla. Hier ist ein Lager. Okay. Oh mein Gott! Was? Ich wurde gerade fast erschlagen. Von? Ich höre bedrohliche Musik. Hast du irgendwie eine Leiche entdeckt? Ich wurde gerade fast von einem Baum erschlagen. Was, schon wieder? Ja.
War ich, Entschuldigung. Nein. Oh, oh, Vorsicht, Nacht 2 bricht an. Hallo? Ich habe langsam Bammel. Ja, ich auch. Was geht hier vor? Also du Kennst bist du eigentlich das? Nur im, in einem Haus oder in deinem Van bist du eigentlich sicher, ansonsten bist du eigentlich am Ass. Ja, das heißt, wir gehen jetzt zurück? Ich würde es fast sagen, es weil wird nachts sehr schnell dunkel. Ja, vielleicht ja, müssen wir hier schnell lang. Ja, oder auch ins Dorf uns irgendwo einbarrikadieren, ist, glaube ich, keine schlechte Idee. Holy shit! Hä? Oh mein Gott! Ist die Sonne irgendwie explodiert, oder? Jasmin, ich hab Angst. Ich auch, Mann, ich bin dir keine Hilfe. Wollen wir ins Klo? Ja. Mach zu. Ich glaube, da passiert wirklich nichts, oder? Wenn wir schon hier sind, Henno. Hier ist eine Batterie. Darf ich? Dann können wir auch kacken. Ah, ich kann mich sogar hinsetzen. Alter. Ich sitze ja nicht mal drauf. Scheiße, das passiert mir wirklich öfter. Oh, fuck. Oh, fuck. Henno, ab ins Haus, ab ins Haus, ins Haus, ab ins Haus sofort. Oh mein Gott. Ins Haus, Tür zu. Tür zu. Ja, Licht aus, oder? Kann ich die verbarrikadieren? Die hat doch hier so einen Hebel. Warum macht er die nicht zu, Alter? Machst du Licht aus? Oh ja. Pass, ey, ganz Vorsicht, der kann auch durch Fenster kommen und greifen. Ohne, also, no shit. Hä, hey, was mache ich jetzt? Also... Also, entspannen. Hast du die gerade gehört? Ja, aber du sollst von dem Fenster wegbleiben, weil der kommt da durch. Also der kann da durchgreifen. Ja, aber man hört ihn ja anstapfen oder schleicht der? Der. Was? Schleicht der hier steht, rum oder was? Der steht halt dann da und grabt dich und dann hast du einen Schock. Holy shit. Holy shit! Ja? Oh, guck mal, wir haben eine Antwort. Was ist denn hier los? Hier ist er! Hier ist er! Was? Ah! 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 Scheiße! Holy shit! Wo? Kommt der jetzt rein? Durch holy die Tür? Fuck. Nein, der will! Guck mal, der macht. Holy shit, Alter! Oh fuck! Oh, oh, oh! Durchs Fenster, durchs Fenster, durchs Fenster! Geh durchs Fenster! Durchs Fenster, Jasmin! Ja, 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 ja! Er ist raus, er ist raus, er ist raus! Er will mich, er will mich! Holy shit, wo bist du? Oh, draußen! Ja, ich komm. Holy shit! Ah! Lauf, Henno! Ja, wohin? Lauf, Henno! Yippie! Oh, er ist zu mir! Er ist zu mir! Holy shit! Oh mein Gott, ich bin tot! Boah, fuck it, ey. Ich leb noch! Ich leb noch! Ich leb noch, lauf! Scheiße! Oh mein Gott! Okay, er geht, er geht, er geht, er geht, er geht, er geht. Ins Haus, ins Haus, komm ins Haus! Ja, ja, ja. Wieso kann man das nicht verbarrikadieren? What the fuck? Mach die Vorhänge zu. Wir brauchen Heilung. Vorhänge zu. Warte, ich heil dich. Wo bist du? Ich hab selber heil. Okay. Ja, okay. Ja, also der kommt immer so in Phasen. Okay, hock dich hin. Wir, Licht immer, aus. Wir verstecken uns jetzt. Der kommt immer so in Phasen und dann bringt er dich um und dann geht er wieder und dann kommt er wieder. Wird auch noch keine Falle aufgestellt. Alter. Ja, Jasmin, ist dein Game. Ja, aber das ist so alles so neu geupdatet. Okay, dann machen wir es jetzt so. Es war gerade Tag und es war alles so schön und wir gehen da so lang und genießen die Landschaft. Und auf einmal ist alles schlimm. Guck mal, wie wenig Leben er verloren hat. Ja, deswegen müssen wir wirklich die Fallen aufstellen. Er kommt jetzt erstmal nicht mehr. Ich würde sagen, hier eine Falle hinplacen. Hast du die dabei? Ja. Und dann Fleischi drauflegen. Oh, warte mal. Habe ich die? Ach, da. Hier? Genau. Okay. Ich nehme die Signalpistole, weil damit verpisst er sich eigentlich direkt. Hast du Fleisch dabei? Dann halt mal E gedrückt auf der Falle, bitte. Ja, nur wo finde ich Fleischi? Ah, hier ist Fleischi. So, wie kann ich Fleischi jetzt ausmachen? Hast du die Kamera hier aufgestellt? Ja. Was bringt es uns zu wissen, wo er ist? Weil wir dann im Prinzip schnell hinlaufen können und ihn umbringen können, falls wir keine Signaldinger mehr haben. Okay, hast du Fleisch reingelegt? Ich habe jetzt hier Fleisch. Du hast es vorhin aufgenommen. Du musst auf die Falle
schauen und E gedrückt halten. Yeah. Nice. Okay, dann wieder ins Haus. Oh, wo hast du die Blätter her? Du hast Blätter drüber gelegt. Das war automatisch, als ich die platziert habe. Oh, cool. Ja, perfekt. Dann müssen wir keine Blätter mehr sammeln. Soll sehr gut. Ich hier vor die Tür nochmal eins legen? Ja, wir brauchen Falle? Eigentlich Fleisch, weil der ist eigentlich... Okay. Der läuft... Oder ja, obwohl, es kann dann kann sein, er halt nicht durchkommen, weißt du? Ja, leg nochmal eine hin, weil irgendwann lernt er draus und weicht aus. Aber vielleicht läuft er ja aber durch die dürfen, erste. Können wir durchgehen oder kriegen wir einen Schaden? Nee, Vorsicht. Du kannst da rein. Oh, okay. Na gut. Noch eine Notiz. Ich werde nach Bigfoot neben der Marble Fork Cave suchen. Geh nicht dahin. Marble Cave. Okay. Oh, geil, wie oben, wie das oben aussieht, Mann. Schau mal den Himmel. Alter. Hier ist ein Basie. Jawohl, ein Baseballschläger. Okay, und bei Tag chillt er, ja? Naja, irgendwann nicht mehr. Okay. Und rein ins Haus. Ab ins Haus. Hey, ich würde mir so einkacken, ne? Junge. Also jetzt mal ernsthaft. Licht aus. Ja. Wenn er kommt, schieße ich mit der Signalfackel. Ja, bringt das was? Mal gucken, ob das noch... Eigentlich dreht er sofort um, wenn man das macht, ja. Hallo? Wie geil. Wie machst du das? Mit V. Hallo? Aber nachher hört er das. Ich glaube auch, oder? Ich höre Musik. Ich lusche mal durchs Fenster. Ey, nicht schon wieder. Es wird Tag, oder? Ich glaube, es wird heller. Ist auch cool, die Tage und Nächte sind nicht mehr so lang. Also ist echt cool. Es hat echt alles verbessert, wirklich. Alter, okay. Das Game ist ultra krass. Ich... Ja. Das ist einfach nur episch. So, wir waren ja gerade bei den Wasserfällen. Genau, da gehen wir jetzt nochmal hin, oder? Genau, wir laufen von den Wasserfällen weiter nach unten. Haben wir irgendwie, naja, wir waren da noch nicht fertig, oder? Das würde ich mir nochmal genauer angucken wollen. Okay. Haben wir irgendwie eine Uhr, also eine Taschenuhr, dass wir wissen, wann es Nacht wird, damit wir rechtzeitig zurück sind? Müssten wir definitiv irgendwo haben. Lass mal gucken auf mein iPad. Eine Karte. Stimmt, okay. Ich hatte da auch ein iPad. Wo ist denn das? Ich habe es nicht mitgenommen. Doch, Tablet habe ich eins. Okay. Guck mal, ob da was... Und auch eine Nachtsichtkamera habe ich auch. Okay, also ich war hier und auf einmal fällt der Baum um. Okay. Und hat mich fast erschlagen. Ne? Und sonst war hier nichts? Nö. Die Glühwürmchen sind am Tag nicht da. Wollen wir hoch auf dem Wasserfall drauf, oben? Geht das? Weiß ich nicht. Laut Karte glaube ich eher nicht. Nee? Nee, okay. Ich würde tatsächlich vom Wasserfall jetzt einfach weiter dem Weg folgen. Oh, es ist schön! Mann! Ja, aber lass dich davon nicht täuschen. Gleich kommt Bigfoot und tötet uns. Das ist echt schön. Es ist so schön gemacht, weil es davor so... Wir sind am Arsch. Nein, oder? Du hast gesagt, bei Tag ist Chili-Milli. Ja, irgendwann nicht mehr. Ja, wir sind am zweiten Tag. Aber... Henno, manchmal, wenn er schreit, musst du aufs Leben achten, weil dann ist er in eine Falle getappt. Aber jetzt war jetzt nicht der Fall. Der hat sich geheilt. Nee. Oder da war doch eben noch ein bisschen mehr weiß, oder? Okay. Also, warum haben wir jetzt beim Wasserfall nichts gefunden? Ich dachte, wir sollten da hin. Das war doch eine Notiz. Hast du da nichts eingefangen? Nö. Nichts gefunden? Wollen wir mal durch den Wasserfall durchgehen? Ja. Da war ist nichts dahinter, habe ich schon geglubscht. Okay, aber wir hatten ja eine Notiz... dass jemand hier jemanden suchen wollte, oder? Ja, genau, die Ruby. Oh, guck mal, ich habe hier oben was gefunden. Oh, echt? Komm mal schnell her. Ruby Bray. Holy shit. Ist da eine Leiche? Komm nicht her, Henno. Henno, nein, siehst du dir nicht an. Henno. Ich will gucken. Ich sehe direkt wieder die Meterzeige ganz schnell runter. Henno, guckst du dir nicht an, es ist zu schrecklich. Oh. Ja, oh, Ruby ist definitiv da gucke ich mal nicht so lange drauf, Herr YouTube. Ruby ist tot. Okay. Lag da irgendwas dabei? Nope. Ist einfach nur das Dead. Eieiei. Uiuiuiui. Hier ist ein Camp. Oh, vergiss Ruby, sie ist tot. General Sherman Tree. Ey, ist das geil, Mann. Ich will nicht aufhören zu spielen. Ne, machen wir auch nicht. Schöne Muni.
Wir brauchen halt noch heftigere Waffen. Oh, ein krasser Jagdbogen wäre geil. Oh, Vorsicht, immer wenn unser Balken, also der Balken wird jetzt gerade wieder angezeigt. Bei mir schon die ganze Zeit, seit letzter Nacht. Okay. 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 Ah, hier ist Munition. Sniper-Munition. Wie viel hast du noch? Ich habe auch noch eine normale Waffe, also das sollte noch klar gehen. Hast du die Note schon gelesen? Welche? Ups. da liegt eine bei dir auf der Bank. Oh ja. Peter, ich weiß, wo du bist. Ich habe nach dir den ganzen Morgen gesucht. Monika ist nirgendwo auffindbar. Triff mich bei den Zelten am Abend. Ruby Ray. Ja, die ist tot. Ja. Das war dann wohl nicht. Hier ist eine Autobatterie, die du aufnehmen kannst. Und hier liegen ultra viel Knochen. Okay. Hier. Ja, sehr beruhigend. Ja. Autobatterie müssen wir flüchten? Nö, ist einfach, glaube ich, für... Oh, hier ist auch ein... Okay, ich habe alles durchsucht. Wir können weiter. Wollen wir den Weg weiter entlang? Ja, hier wurde gerade beobachtet, hier sind Steine runtergebröckelt. Echt? Ja, Vorsicht. Ey, das Spiel ist doch in Tenserino. Okay, wollen wir weiter? Ich höre die ganze Zeit meine Fußsteps von mir weiter entfernt. Das ist so irritierend. Echt? Ja. Okay, es wird doch jetzt bald wieder Nacht, oder? Ja, und zwar innerhalb von 5 Sekunden. Ja, eben. Oh, hier ist wieder so ein... Totem. Oh, dann kippt gleich ein Baum um. Hier ist auch ein kleines Camp. Ja, Unterschlupf. Oh, der ist da hinten. Er ist da hinten. Siehst du ihn? Wo? Guck mal, hier geradeaus. Oh, Vorsicht, Vorsicht. Duck dich, komm her. Duck dich. Wie duck ich mich? Er ist geradeaus von uns. Mich? Bei Alt. Bei Alt? Ja. Er läuft hier über den Fluss. Oh, ist er süß. Ein kleiner Orang-Utan. Okay, ja. Der läuft. Der läuft, als hätte er einen Stock im Arsch. Hat er vielleicht auch. Den der Ruby in den Rücken gerammt hat. Jo. Okay, wollen wir zurück? Ja, weil wenn der da rumläuft, ist schwierig. Aber wir gehen zum Van, zum Wohnmobil oder zum Dorf? Was ist besser zu verteidigen? Kommt er in den Wohnwagen rein? Ich weiß nicht, ob er das zerstören kann. Bestimmt mittlerweile. Aber oh, es wird dunkler, beeil dich. Ja, schnell. Okay, let's go. Okay, wir schaffen es gar nicht. Also rein ins Dorf. Doch, doch. Ja, ins Dorf. Run. Den brauche ich noch, den Sound. Ich brauche noch deinen Irrfahrt. Ja, aber das Ding ist, ich glaube, so ein Sound, das wird dann schwierig wegen Urheberrecht, oder? Darf man nicht, nee, darf man nicht. Aber Irrfahrt. Aber so ein... Ja, Irrfahrt. Richtig beim Irrfahrt. Aber so wie es der Rabe gesagt hat, so richtig so, oh, Irrfahrt. Ach, daher ist das, stimmt. Okay, 9 mm. Ja, rein ins Dorf. Abfahrt. Ja. Ihre Abfahrt. Oh. Was? Was? Ah! Oh mein Gott, Herr! Ah! Befrei mich, schieß das Seil durch! Tot! Ich hab grad einen Schluck genommen. Ich konnte nicht mal schreien. Ich hab grad einen Schluck. Rein ins Dorf, weiter. Oh mein Gott, du sahst aus, dein Kopf abgehakt. Gab's das früher auch? Nein! Alter, lass bitte jetzt nicht mehr nach Hause. Hey, das waren richtige Spikes, die sich um mich geschlossen haben aus Ästen. Ja, ich hab's gesehen. Das aus. Ich dachte, dein Kopf wäre ab. Ja, die Hütte ist im Arsch. Wie können wir uns verbarrikadieren? Oh, okay. Okay, da wo die Falle lag. Hier, in das Haus. Ja, ich komme gerade angeschwommen. Und zwar ganz angenehm im Kraulen. Mensch, Girl, lauf doch. Schnell rein. Oh, die Musik ändert sich ja. Die Tür gibt's nicht mehr, aber warum kann ich die nicht zumachen? Das ist so dumm. Also Jasmin, während wir jetzt warten, wofür ist eine Drohne? Um ihn einfach nur zu finden, oder? Das ist das Ziel dahinter. Genau, um ihn zu spotten, um eventuell schon mal zu gucken, wo muss ich hinlaufen, weil du siehst ja, die Wege sind schon sehr weit. Wo finde ich noch Muni, wo kann ich es mir sparen, weil gegen später ist es so, dass er immer aggressiver wird. Und man eigentlich fast gar keine Zeit mehr hat, um zu looten. Ah, ich kann doch die Fackel und den Basie jetzt nehmen, guck. Oh, nice. Ich muss einfach Mausrad benutzen. Wenn ich Q gedrückt halte aufs Messer. Ah, deswegen die 3 Punkte da drüber. Ja. Ach, bei Signalpistole ist das gleiche. Ja, geil. Oh, oh.
Hörst du ihn? Irgendwas ist hier faul, Henno. Wofür ist die Autobatterie? Ich mach mal den Vorhang weg. Oh, mach die Taschenlampe aus, Mensch. Oh, 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 oh. Ja, jetzt kommt der. Wir sind so am Arsch, wenn der durch die Tür kommt. Was machen wir denn dann? Wo ist denn eigentlich nochmal die Tür? Ah, hier, ja. Mhm. Ach, hier ist ein Schrank. Da können wir nicht rein. Also wenn er reinkommt, sind wir am Arsch. Ja. Guck mal, nee, er regeneriert doch Leben, oder? Nein, nein, das sieht nur so aus. 1213, das merke ich mir jetzt. Das wäre richtig scheiße, wenn es so wäre. Der soll sich mal seinen Happen Fleisch holen. Ist doch nice. Und wenn er da reingeht, dann ballern wir auf ihn, oder? So viel wir können. Genau. Ich glaube tatsächlich, ein Signalschuss reicht aus, wenn ich mich nicht irre. Um ihn zu killen? Nee, damit er sich direkt verpisst. Ach so. Okay. Er hasst Feuer. Deswegen haben wir auch diese Bengalos überall eingesammelt. Oh. Oh, er kommt. Oh, 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 okay. Woher weiß er, dass wir hier drin sind? Ja, ja, ja. Moment. Ich habe eine Falle hingelegt. Er ist in die Falle, er ist in die Falle. Jo, jo, sehr nice. Wollen wir an ihm vorbei? Mach ihn platt, guck, genau, sehr gut. Ich mach die wieder scharf. Ja, sehr nice. Ich leg die wieder hin, ich leg die wieder hin. Ja, bleib von den Fenstern weg. Ja. What? So, okay, siehst du das Licht? Siehst du, er geht, wenn du eine Signalpistole machst. Ich leg wieder eine hin. Ja. Und noch eine. Okay. Aber guck mal. Signalpistole ist echt wertvoll. Guck mal, es gibt jetzt bei seiner Lebensanzeige einen grauen Bereich. Ja. Und ich glaube, den regeneriert er wieder. What? Oh, er kommt wieder. Oh mein Gott! Holy shit! Okay, mach ihn platt. Wieso ignoriert er die? Raus, 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 raus. Oh fuck, fuck, fuck. Ja, ja, ja. Moment. Ich kann gerade nicht. Warte, ich schieße ihn ab mit der Signalfackel. Ich loop ihn. Jetzt geht er, jetzt geht er, jetzt geht er. Guck, dann geht er immer wieder. Wir müssen in ein, lass mal in ein anderes Haus, hier rein. Ja. Heil dich, wenn es geht. Ja, ich habe wieder eine Achtung, da liegt eine... Nö, ich habe noch genug Leben. Okay, Oh, er kommt, okay, Achtung, er kommt, geh weg vom Fenster. Holy shit. Ich habe hier noch eine... Eigentlich eine Falle reingelegt. Warte, ist er rein gerade? Aua, aua, aua. Ab einem gewissen Punkt geht er nicht mehr rein, außer es liegt Fleisch drüber. Okay, wir können gleich durchs Fenster flüchten. Ja, raus durchs Fenster. Durchs Fenster genug. Ja, warte, er rennt hier gerade hinterher. Oh Gott, aua, ah, oh, ah. Schieß ihn ab. Er rennt weg. Puh. Was auch schlau ist, wenn wir uns die immer vor eine Falle stellen, weil dann muss er durchlaufen, weißt du? Du, ich hab jetzt bei der ganzen Aktion immer in die Türen die Fallen reingelegt, aber er ist immer einfach drüber gerannt. Die ist jetzt sogar Schrott. Genau, die gehen, also eigentlich spanne ich die immer auf. Hier, er ist überall drüber gerannt. Ah, ich weiß, was du machen musst. Ab einem gewissen Punkt musst du einfach nur die abdecken, weil jetzt erkennt er die. Das heißt, du legst eine Falle hin und legst Gestrüpp drüber. Und dann rennt er nämlich durch. Also jetzt, dann das bedeutet, all unsere Fallen sind jetzt im Arsch. Also ich habe noch eine genommen, wir haben noch eine. Aber beim zweiten Mal checkt er es und läuft nicht mehr durch. Dann muss man tatsächlich Gestrüpp drüber legen. Okay, ja, das verhindert wahrscheinlich, dass man easy sich verkämpfen kann. Ja, genau. Okay, wir haben ihn aber richtig Schaden gemacht. Ich finde es richtig geil, ey. So, dafür habe ich oft 3 Stunden gespielt. Lass mal nach Süden gehen, weil wir brauchen jetzt auch wieder Ressourcen, um das wieder irgendwie gut zu machen, weißt du? Ja. Munition, Erste Hilfe... Also sollen wir zum Wohnwagen? Nee, ich würde zum Old... Es hört nicht auf! Ja, wenn er... Ja, ich glaube, er hat einfach nur geschrien, oder? Wollen wir einfach dahin gehen, wo wir gerade waren und dann einfach weitermachen? Ja, okay, würde ich auch sagen. Okay, dann komm mal mit mir. Er ist ja eh in die andere Richtung gerannt, ne? Ja. Okay. Alter. Und du sagst, es gibt auch andere Raubtiere, ja? Ja, weil von denen bekommen wir später Fleisch und das können wir auf die Fallen legen. Ja, das brauchen wir unbedingt. Ja. Und wir brauchen irgendwie,
dann auch Äste und Gestrüpp und sowas. Gut, der Weg ist erforscht. Dann gehen wir jetzt hier nach Süden. Hier lang, hier ist so eine kleine Kurve, da ist auch oft Zeugs noch. Der Kuckuck, du, ne? Also, irgendwann... er hatte 770 Leben, merken. Oh, oh, Henno. Was denn? Was denn? Ich will da eigentlich nicht rein. Geil! Nein, Henno, ist nicht geil! Crystal Cave. Oh mein Gott. Das ist seine Hut. Oh, scheiße. Oh, leck mich am Arsch. Nicht dein Ernst jetzt, ich glaube, wir sollten jetzt schnell raus. War nichts sonst? Nee, irgendwie nicht, ne? Wir sind in seine Höhle gegangen. Lass mal hier lang latschen. Okay, dann haben wir die jetzt entdeckt. Nice. Aber da war echt nichts? Keine Leiche? Nein, ich glaube nicht. Okay. Ich meine, ich habe jetzt nicht super viel inspiziert. Aber ich glaube nicht. Ich hätte gern auch ein Sniper-Gewehr. Bringen Headshots mehr? Da ist eine Hütte geil. Ich glaube ja, deswegen muss ich eigentlich dir das geben, aber ich weiß nicht, wie ich es dir geben kann. Hä, wieso? Du kannst, ich gehe ja einmal in den Salto rein. Ich bin nicht so gut im Sniper. Moin. Ich bin definitiv nicht so gut im Sniper. Hier ist eine Shotgun. Ja. Geil, gönn dir die. Okay. Dann hast du auch eine für Nahkampf. Aber kann ich nicht irgendwie dir die droppen? Ich habe da auch eine Shotgun, alles gut. Nee, aber halt die Sniper. Guck mal hier. Nimm mal das, die Signalpistole. Ja. Ein Schuss und der haut ab. Okay. Erstmal. Das heißt immer dann, wenn wir. Genau, das heißt immer dann, wenn du merkst, boah, wir kriegen ihn nicht mehr weg vom Arsch. Okay. Schießt du da einmal drauf. Okay, hier ist ein Kackhaus. Noch eine Nachtsichtkamera. Alter. Ist da was drin? Was ist? Ist Loot? Nee. Ist das Deko? Oh. Hä? Das war wahrscheinlich er, weil er einfach durchgelatscht ist. Er wollte durch, ja. Okay. Okay, hier waren wir. Guck mal, er hat jetzt 810 Leben wieder. Ja, scheiße, die Drecksau. Okay, wollen wir hier den Weg einfach entlang? Oder da, wo du bist? Ich guck nur kurz, ob da noch, weil oft sind es einfach nur so kleine Zweigchen, die noch. Ja, nee, dann komme ich zu dir. Da können wir auch lang, alles gut. Nee, hier ist nichts. Aber da können wir nach rechts und links weiter. Okay. Ich komme mal zu dir, alles gut. Ja. Wie viel Erste-Hilfe-Kram hast du noch? Eins. Brauchst du was? Ich habe auch eins. Ne, ich wollte nur mal so checken. Okay, ey, die Falle eben, das war ja so... Wie krass ist das Game? Wie krass ist das Game, Mann? Es wird einem richtig suggeriert, dass man hier echt am Arsch ist, so ein bisschen, ne? Und dass echt so überall Gefahren lauern. Cool. Aber mir gefällt das Game mega gut. Ich find's auch richtig gefällt geil. Wieder! Der Baum ist auf mich drauf. Nein, du bist tot! Nein, aber ich habe Schaden bekommen. Oh Gott, scheiße. Komm mal zu mir. Hier ist ein Camp. Okay. Wollte den Baum Henno, jedes Mal fällt ein Baum auf dich um und ich krieg's nie mit. Ist schon der dritte Baum, der auf mich fällt. Henno! Henno! Was ist los? Was ist das? Henno, da hinten liegt jemand. Echt? Ja, guck mal hier. Scheiße, Digga. Da hinterm Zelt. Ja. Die Monika. Hier ist noch wer. Holy shit. Der hat ein Smartphone dabei. Oh, der war... Hey, John. Brauche deine Hilfe. Yo, Bro, was ist los? Es geht um Monika. Wo habt ihr Schluss gemacht? Nein, lol. Sie will in den Wald gehen für ein paar Monate. Ich bin nicht überrascht, vielmals wahrscheinlicher als eine Beziehung, Deine Freundin ist super Outdoor-enthusiastisch. Willst du mitkommen? Ich denke, ich kann mitkommen. Echt? Danke, Bruderherz. Danke, meinen langweiligen Job, bla bla bla. Bigfoot soll im Park sein. Sehr lustig. Ja. Früh Radio. Hey, etwas Komisches war heute früh im Radio zu hören. Das hört sich so an, als wäre es Morse-Code, aber ich kann es nicht entschlüsseln. Glaubst du, Monika weiß wie? Ich frag sie. Das war Bigfoot. Pete, ich habe ihn gesehen. Was zur Hölle hast du gesagt, dass es nur ein Gerücht ist? Wieso hast du es mir nicht gesagt? Hi. Kann ich hier was eingeben? Oh, shit. Monika, ich gehe mit John zum Wasser. Vielleicht geht es John bald besser. Ich habe Angst. Okay, also es gibt einen Morse-Code bei dem Radio. Ich habe mich immer gefragt, was das soll. Hier, das ist Radio. Nice.
Dann horch mal. Also ich höre da nichts. Hm. Okay. Okay, lass uns weitergehen, oder? Ja, let's go. Hier bei mir? Let's go. Dass er sich halt regeneriert, ist echt Pain. Ja. Ja, aber gut, das Game hat es eigentlich schon echt deutlich einfacher gemacht, als es damals war. Meinst du? Ich meine, wir haben ja extra, ich glaube, sein Leben um eine Stufe runtergestellt, weil du meintest, dass es so hart war. Ja, aber wir haben jetzt endlich mehr Muni. Du musstest sonst wirklich damals damit arbeiten, dass er wirklich durchgehend in die Fallen läuft. Mhm. Magst du hier reingehen in die Hütte? Ja, ich guck mir nochmal alles an, aber ja. Hä? Oh, wir wurden wieder beobachtet. Da oben kam Stein runter. Er regeneriert weiter Leben. Ist so. Hier ist eine Gitarre. Im Fernseher. Oh, hier läuft was. Ein Typ geht wandern. Ja, cool. Mach mal die Taschen am Bauch. Ja, genau. Das ist Bigfoot. Ach so, das soll Bigfoot sein. Typ geht wandern. Hier ist ein Fußabdruck von Bigfoot. Okay. Hier ist ein Code, ein Safe. Boah, da ist bestimmt was richtig Geiles drin. Was ist das hier? Ein Tonband. Hier ist ein Tonbandgerät. Oh, sorry. Hm. Oh. Das ist Musik. Okay. Hm, gruselig. Okay, es wird dunkel. Ja, wollen wir hier bleiben oder? Die Frage ist, er kommt ja eh immer wieder rein. Scheiße. Vielleicht die Falle aufstellen und dann einfach Gestrüpp drüber packen? Wie packen? Okay, ich stelle die mal auf. Oder genau, mach du. Ah, da ist Gestrüpp drüber, automatisch. Geil, okay. Aber wir haben ja kein Fleisch. Verschanzen wir uns in der Hütte und escapen aus dem Fenster? Ich mach hier nochmal eine rein. Vorsicht. Ja, aber latscht er da nicht drüber? Guck mal, nee, sammel die mal wieder ein, weil ich glaube, die macht er einfach kaputt. Ah, vielleicht muss man sie draußen immer positionieren. Ah, das kann sein, weil es sonst so unfair ist. Ja, ich mache Vorhänge zu. Und Licht aus, mach Licht aus. Denk dran mit der Signalfackel. Ja. Okay, perfekt. Licht aus muss ja was bringen, sonst könnten wir das ja gar nicht machen. Ja, eben. Okay, wir machen mal nichts mehr. Mal gucken, ob er uns wirklich findet, wenn wir uns nicht mehr bewegen. Night 4. Oh, oh. Oh, ist das gruselig. Also ich muss mal das Hinhocken umverlegen von Alt auf Steuerung. Ja, ist voll nervig. Left Shift. Ach so, Drohnensteuerung. Left Alt. Okay. Ja. Da tatsächlich immer ruhig bleibt, dann kann man die Nacht vielleicht überleben. Ja, wir bewegen uns mal gar nicht. Ja. Never mind, ich höre ihn. Holy shit. Alter, es klappt. Krass, shit. Man darf sich halt wirklich nicht bewegen, sonst hört ihr die Steps. Das ist ja geil. Oder glaubst du, das war ein Bär oder sowas? Gibt's ja auch noch. Nee, so schnell wie der geatzt ist, das hätte zu dem gepasst. Ja, es war er. Alter. Ja, wir haben bei den anderen Hütten, glaube ich, nie das Licht ausgemacht. Oh, er kommt wieder. Aber wenn er draußen in die Falle tappst, dann müssen wir eigentlich engagen, oder? Ja. Was ist denn das jetzt? Fährt der Auto? Ich höre kein Auto. Ich habe einen Motor gehört, das würde was vorbeifahren. Oh, er kommt wieder. Okay, jetzt müssen wir raus. Und
ihn stellen. Er ist in die Falle. Oh, fuck. Scheiße. Warte, wo ist er? Ja, warte, ich treffe ihn jetzt einmal. Kann er hier drüber? Ach, scheiße, oh, dabei. Shit. Oh, shit. Okay, es geht auf mich. Der geht immer nur auf einen. Okay, ich hole die Signalpistole raus. Ja, ja, ja. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Oh, scheiße, das habe ich umgehauen, die Sau. Ja, alles gut. Wo ist er denn? Ich muss mich heilen. Hast du auch noch was? Wir gehen wieder ins Haus. Ja. Ich lege hier eine Falle hin. Ja. Da ist jetzt Gestrüpp drüber. Ich habe leider nichts mehr zu heilen und habe nur noch Scheiße. 59. Okay, dann bleib du hinten. Ich guck, dass er mich immer angeht, ja? Ja. Ich habe auch noch einen Signalfackelschuss, ist gut. Also wir können ihn eigentlich schon noch einmal wegkriegen. Okay, dann mach mal Licht trotzdem mal aus nochmal. Aber wieso hat er uns jetzt dann doch gesehen? Steh ich nicht. Hätten wir vielleicht trotzdem ruhig bleiben müssen? Ja, wir waren ja ruhig. Woher wusste er jetzt dann doch? Dann war das doch nur ein Tier, weil dann war das, ja, weiß nicht. Ja. Ich glaube schon, das war, glaube ich, ein Wolf oder ein Bär oder so. Hm. Aber dann, warum sollte man dann Fenster und so zumachen können, wenn es gar nichts bringt? Wenn er eh im Wallhack hat. Ich kann mir schon vorstellen, dass es was bringt, oder? Ich hätte auch sonst noch eine Signalfackel. Ich habe auch noch eine. Ich würde das nicht packen, ey. Das wäre für mich so der Albtraum. Okay, jetzt regnet's. Bedrückend. Vielleicht. Ja, nee, keine Ahnung. Also ich glaube, dass das Spiel schon was dagegen macht, dass man halt nicht die ganze Zeit im Haus hockt und einfach die Nacht absitzt, weißt du? Genau. Weil das wäre ja auch, könnte man voll ausnutzen. Weil dann könnte man einfach jede Nacht ihr Vorhang zumachen und chillen. Also die Sache ist, irgendwann sollte man eh gar nicht mehr sich verstecken, sondern gucken, dass man so gut wie alles lootet, weil man kriegt ja auch noch viel Sachen, die man braucht. Ja. Und wenn du deine Signalfackel hast, schießt halt einmal drauf, dann geht der eh weg. Und in der Zeit, wo er weggeht, kannst du weiter rennen. Mhm. Weil hier kommt er auf jeden Fall rein. Ja, wollen wir dann weitergehen? Ja, ich würde schon sagen. Okay, dann sammle ich die. Wobei, einmal hätten wir noch die Falle. Die würde ich dann nehmen, wenn wir draußen sind, und vor uns platzieren und ein bisschen Abstand nehmen. Dann rennt der meistens eh durch. Okay. Dann lass uns mal hier weiter. Ja. Ja, den Weg entlang. Ja. Let's go! Krass, was der aushält, ey. Gruselig. Okay, hier haben wir den Weg entlang. Genau. Man sieht halt nichts. Ja. Ich überlege die ganze Zeit, ob man irgendwie ihn so in einer offenen Umgebung austricksen, abhängen könnte. Also er ist definitiv schneller, aber wir haben ihn mit Fallen immer sehr gut bekommen, weil wir die Falle direkt vor uns platziert haben und von der Richtung, wo er gekommen ist, dann uns einfach geradeaus zu ihm hingestellt haben. Und dann ist er ja dann durchgelaufen. Okay. Na gut, wenn das klappt. Ja, aber es ist halt ein Nervenkitzel. Ja. Okay. Ja, da vorne dann rechts wahrscheinlich nochmal, ja, oder? Das ist geil, was man auch alles entdecken kann jetzt. Also nach oben? Ja. Ja. Ja, wir brauchen halt tatsächlich mal Tiere. Ja. Die kommen immer dann, wenn man sie nicht braucht. Okay. Das ist er, oder? Ja. Ja, ja. Oh. Hier war gerade ein Hirsch. Echt? Scheiße, ja. Shit. Aber hier ist noch ein Turm. Oh, Vorsicht. Ah! Jetzt hat es dich mehr. Oh nein! Was? Was denn? Ich bin in eine Falle gelaufen.
Komm mal hier wieder zum Turm, bitte. Oh, scheiße. Oh. Er schießt den Hirsch, genau vor mir, wo ich hinguck. In den Kopf. Oh je. Schaffst okay. du, schaffst du. Schön. Ui. Ast rein. Fleisch. Oh, oh. Oh, Bär. Bär. Bär? Ja, Bär. Ich hab's gehört. Treibstoffkanister. Wir brauchen echt ein Auto zum Entkommen, glaube ich. Ja, ich befürchte, das Auto ist der Unsinn. Bär. Das ist 100% ein Bär. Lass den Bär. Ich höre nichts. Lass den Bär. Nee, Bär und Wolf. Oh, fuck. Ja. Hab ihn. Sehr gut, sehr gut. Wo ist der Bär? Vor mir. Er schießt ihn in den Kopf. In den Kopf. Oh. Okay, ich nehme den Bär, den Wolf aus. Ja, macht das. Ich jag den Bären. Ja. Alter, wie hier bei... Weißt du, was wir auch mal spielen können? Das, ich habe früher mit Kutscher mal so ein Jagdspiel gespielt. Das war auch übel geil. Oh, das Hunters, Wild of the... Irgendwas. Ja, 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 ja. Boah, das habe ich gesuchtet. Voll gern. Das kann man auch richtig geil gegeneinander spielen, so auf Punkte. Das macht richtig Bock, ja. Gerne. Okay, ich sehe den Bären nicht mehr. Ich habe Gnus getötet. Stimmt. Okay. Oh, das war jetzt der Bigfoot, ja. Okay, dann lass hier mal runter. Ja, genau, weil ich würde trotzdem gern noch hier lang gehen. Jetzt eher nach links, oder? Ja, genau. So hier hoch, oder? Ja, genau, hier, hast recht, ja. Ne, ich meinte hier die Straße entlang, oder? Ah, ne, hier ist der Weg, ja. Genau. Sucht! Sucht, ja. Macht doch echt Bock. Aber das wäre, glaube ich, auch richtig gut zum Stream, oder? Ja, voll, voll. Ja, merkt ihr das doch, ey. Also, so mit dir. Ja, so generell, so auch für deinen Stream ist doch mega cool. Ja. Definitiv. Oh, was ist das? Wo kommt das her? Das ist locker jemand, der die Fallen macht. Lass doch mal schnell hin. Ja, 100% voll der gute Weil irgendwo Punkt, muss ja, es noch ja. einen Menschen geben, der die Fallen und so macht. Hier ist noch ein Turm. Hier ist wieder so ein Wachturm, lass mal hingehen. Ich hätte auch Bock auf eine Sniper. Was ist das für ein Geräusch? Das klingt wie... Keine Ahnung, auch irgendwie... Irgendein Bolzenschussgerät. Ja, irgendwas würde man mit Stein auf Holz hauen irgendwie. Ja, oder sowas, hacken. Genau, ja. Vorsicht, hier ist doch was, oder? Was ist denn? Achso, ne. Nö. Da ist eine Mauer. Das ist begrenztes Gebiet, okay. Nein! 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 Ah, scheiße! Ah! Oh mein Gott, du läufst aus! Hilfe! Oh, das hat wehgetan. Ey, du fließt richtig aus. Aber wir brauchen Heilung. Ja, wir brauchen echt Heilung, sonst sind wir am Arsch. Ah, nächster Angriff sind wir tot, ne? Wir können wieder... Ja, wir können irgendwie... Oh, eigentlich Hirsch. Können wir jetzt gleich ganz viele Fallen aufstellen, gell, mit Fleisch. Dann rennt Bär, nämlich rechte Seite. Oh, Vorsicht. Wollen wir den jagen? Nee, oder? Sollen wir vielleicht mal eine wir müssen uns Falle hier aufstellen mit Fleisch, weil die holt er sich immer. Ja, nicht, dass dann... Ja, okay. Gucken, ob du hier irgendwo Heilung findest, das sind wir echt am Ja, wir müssen jetzt erstmal alles schnell durchsuchen, bevor es... Hier ist verbarrikadiert. Jo, hier ist richtig verbarrikadiert, aber ich glaube, da kommt man nicht rein, oder? Probier mal. Nee. Okay, so, okay, durchsuch schnell Vorsicht, hier ist eine Falle. Okay. Okay. Nee. Okay, alles durchsuchen. Oh, jetzt ein Hackebeil. Muni, haben wir genug? Wo ist Heilung? Oh, jetzt noch eine Bärenfalle, geil. Oh, nice. Hier, oh ja, hier auch. Auch immer geil. Die Schubladen und so durchsuchen. Ja, da können Signalpatrone, wir jetzt halt, nice. Oh, nice. Da können wir jetzt halt... Und hier jetzt noch mein Gewehr, hey, nur für dich. Ja. Ich pause mal schnell, dass ich meinen Stream verschiebe. Warte. Oh, okay. Nee, wir können auch erstmal sagen... Nächstes Mal geht's weiter. Nö, wir können ja weiter. Kann man speichern?
Weiß ich gar nicht. Wahrscheinlich. Wir machen das jetzt. Doch, ich kann speichern, tatsächlich. Aber lass es trotzdem weitermachen. Okay. Ah! Ich konnte der Falle entkommen. Mit W. Also diese Fallen, weiß ich nicht. Ich bin wieder in eine Falle, ne? Echt? Ja. Aber ich konnte der entkommen. Und pass auf, ich habe ein paar aufgestellt mit Fleischi. Ja, ich. Die werden mir leider nicht angezeigt. Ich muss echt aufpassen. Okay. Wie gehen wir das gleich an? Hier war ich drin, ne? Ja. Okay. Die kommen immer so aus dem Nichts. Ach, da ist eine, okay, ja. Ubi, du, wie du, wie. Also nur, wir können wirklich aufhören. Erstmal. Nö, ich tue das jetzt gerade hier, weil du kannst ja sonst auch zwei Teile draus machen direkt, ja, weißt? Ja, eben. Ja, ja, aber wir können jetzt ja trotzdem weiterspielen. Verstehst du? Ja, aber wenn du jetzt streamen hast musst, hast du gleich dann zwei Aufnahmen. Ach so, ja, okay. Nee, das aber wir können auch wann anders einfach weiter aufnehmen. Alles gut. Dann streamen wir jetzt ruhig. Mhm. Weil eine Stunde ist auch eine gute Länge, muss ich sagen. Okay, dann machen wir hier eine Pause, muss ja aber speichern. Ja, okay. Leute, ich speichere jetzt, ihr habt es gehört. Ist ein guter Abschluss, glaube ich, erstmal. Aber wir, ihr merkt, wir haben richtig Bock. Ich hoffe, ihr auch. Und wir machen dann hier beim nächsten Mal weiter. Ich mache die Tür zu. Tschüssi, schaut da bei GNU vorbei. Wir haben da ein Horrorspiel aufgenommen. Chased by Darkness, das war auch richtig heftig. Das war geil. Aber auch verspieltes, nur nicht auf dem Hauptkanal. Genau, auf dem Zweitkanal verspieltes. Verspieltes, nicht verpeiltes. Oh, shit. Okay, ciao. Tschüss.